Liebe Leute, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Pierre Steinbrück, ich grüße mein Volk. Schön, dass ihr hier seid, um mit uns für unsere große sozialdemokratische Partei zu demonstrieren. Jubel! Tadam! Genauso war das auch damals in Leipzig, in und vor der Kneipe. Vom Bordstein zur Skyline, wie Bushido. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, aus einer Leipziger Eckkneipe zu einer Volkspartei zu werden, die ein so großartiges Massenevent am Brandenburger Tor veranstalten kann. Leute wie Samy Deluxe, die in den 90ern zusammen mit Jan Eisfeld noch das deutsche Scheißhaus getaggt haben, sind auch endlich jetzt auf den Geschmack gekommen. Deutschland ist der Shit, Deutschland ist real, sie sind aus der roten Flora ausgezogen und zu uns ans Brandenburger Tor gekommen, um Deutschland ordentlich zu feiern. Alles für Deutschland, nichts für die Bevölkerung. Wie schafft man das, wird sich der ein oder andere fragen. Selbst in der Bedeutungslosigkeit sind wir als Partei der Bedeutungslosen immer noch sehr bedeutend. Die Antwort darauf ist Flexibilität. Hierzu ein kurzer Redebeitrag, um Zeit zu schinden. 150 Jahre SPD, das heißt flexibel bleiben. Wir sind stolz darauf, dass eine 150 Jahre alte Tradition des flexiblen Wertesystems hinter uns liegt, die uns durch alle Wirren der Zeit gebracht hat. Von Anfang an waren die Gründer unserer Partei von dem Ideal beflügelt, die Stimme des deutschen Volkes darzustellen, ihren Willen zu repräsentieren. Im Laufe der Zeit maßten sich links und rechts von uns immer wieder gewisse Akteure an, uns diese Rolle strittig zu machen. Seien es die Bolschewisten, Nationalsozialisten oder Christdemokraten. Aber dank unseres flexiblen Wertesystems schufen wir uns immer wieder Möglichkeiten, mit der jeweiligen Gegenseite Bündnisse einzugehen und politische Gegner vom sozialdemokratischen Feld hinwegzufegen. Nicht angepassungsfähige Mitglieder, wie zum Beispiel Frau Rosa Luxemburg oder Herr Liebknecht, konnten wir dank Kooperation mit dem Braunen Lager unwirksam machen. Schließlich lassen wir uns nicht linken. Auch der Januaraufstand, den diese bolschewistischen Verräter angezettelt hatten, konnten wir durch fehlende Berührungsängste mit unseren Atzen von den kaisertreuen Kräften abwehren. Denn eine Revolution, verehrte Genossinnen und Genossen, ist das Schlimmste, was uns zustoßen kann. Ein Armageddon, der Stoff sozialdemokratischer Albträume, man möchte ja fast meinen, schlimmer als der Nationalsozialismus. Das können die Jusos jetzt kritisch in ihrem linkszionistischen Block anmerken, aber wir bleiben dabei. Keine Revolution, Punkt, aus, Ende. Deswegen haben wir die einzige reale Gegnerschaft zum Faschismus, die revolutionäre Arbeiterbewegung, von hinten in die Waden gebissen. Irgendjemand muss ja schließlich der Bluthund sein. Wir geben zu, dass wir nicht ahnten, dass die Faschisten uns irgendwie ein bisschen überrollten. Aber naja, ich meine, das kann man halt irgendwie vorher nicht wissen, ne? Doch Totgesabte legen länger. Wie ein Phönix stieg unsere Partei aus der Asche des Krieges und war von neuem vom Idealismus durchdrungen mit der einen oder anderen, mit der Gründung der neuen Bundesrepublik. Nie wieder sollte von deutschem Boden Krieg ausgehen, alle Menschen sind gleich, etc. ppp. Und natürlich das Recht auf Asyl bei politischer Verfolgung. In Andenken an unsere sozialdemokratischen Genossinnen und Genossen, die als politische Verfolgte des NS-Regimes in vielen Ländern aufgenommen wurden. Was in der Formulierung fehlte, da dies für uns eine Selbstverständlichkeit war, war die Erklärung, dass auch nur deutsche Sozialdemokraten, die politisch verfolgt werden, gemeint waren. In der verständlichen Euphorie, ein für uns so wichtiges Gesetz in die Grundkonstitution des neuen Staates aufgenommen zu haben, fiel das Missverständliche in dieser Formulierung, politisch Verfolgte genießen das Recht auf Asyl, nicht sonderlich auf. Doch sehr klug haben unsere damaligen Genossen gehandelt, als sie das Verbot für Deutschland, jeweils wieder Krieg zu führen, nicht in das Grundgesetz aufnahmen. So mussten wir 40 Jahre später nur ein Grundgesetz korrigieren. Nicht, dass wir es uns haben nehmen lassen, den Pazifismus auf unsere Fahnen zu schreiben. Die 68er kamen, Woodstock, Vietnamkrieg, naja, unsere älteren Genossen werden sich daran garantiert erinnern. Und naja, der ein oder andere wird sich auch daran erinnern, wie wir genau wegen diesen friedensbewegten Hippies auf der Shitwiese hocken mussten und die ein oder andere Tüte zu rauchen, um irgendwie ein linkes Profil zu bewahren. Man nennt das ja heute im Rap Street Credibility. Aber wie gesagt, ihr wisst, dass wir von der Street weg sind und jetzt den harten Hustle machen. Wir wollen
wollen kein Stück vom Kuchen, sondern die ganze Bäckerei. Krächzt es immer wieder aus den linken Wohnprojekten und Spelunken der Republik. Mit Fug und Recht können wir sagen, wir haben ihn. Wer an die Futtertröge rankommen will, muss auch etwas dafür tun. Politische Flexibilität ist das Schlagwort, Genossen. Schließlich macht es einen Unterschied, ob man sich hinter Polizeiketten und Absperrzäunen vor der Deutschen Bank die Beine in den Bauch steht, ob man gechillt am Konferenztisch sitzt. Diese Nachricht geht auch an diese Refugee-Protestleute und sogenannte Antirepressiva-Geschichten, die da in Friedrichshain wegen diesen Razzien demonstrieren. Ihr seid einfach verkackte Ökos. Ihr seid die Leute, die vor der Scheiß-Balustrade stehen und wir chillen am Konferenztisch. Ein Hoch auf die Polizei! Packt den Rambock und die Kettensäge aus! Yo! Den Veganskis aus den Friedrichshainer Zeckenkneipen und der Hamburger Hafenstraße sei darum an dieser Stelle gesagt, dass sie sich mit ihrer Nörgelei bitte etwas mäßigen. Von Hartz IV und Agenda 2010 habt auch ihr etwas gehabt. In Zeiten des schwindenden Interesses an autonomer Politik hat sich die gezielte Verschlankung des deutschen Sozialstaates auch so ausgewirkt, dass euren Scheißspelunken und Volksküchen in den Szene-Elendsvierteln neue Kundschaft beschert wurde. Gut für euch und gut für uns. Schließlich kann nicht jeder sich den Kuchen leisten. In diesem Sinne, wir wollen nicht das Stück vom Kuchen, wir wollen auch nicht die ganze Bäckerei, weil wir haben den kompletten Kuchen und wir haben die komplette Bäckerei. Denn wir als SPD haben das Game übernommen und wir haben dieses ganze Zeckenpack, wir haben die Flüchtlinge, wir haben die Erwerbslosen und die Rentner alle gefickt. Wir haben den Markt rasiert. Bam!